Kameramann. Was für ein Video soll das werden? Dank dieses Videos komme ich zu den Man-Fans. Den Man-Fans? Das ist ein Club. Ein Fanclub für Captain Man. Und Kid Danger. Ah. Hm. Da kommst du echt schwer rein. Ich hab's auch versucht und die nehmen noch nicht einmal mich. Hey, jeder, den das wirklich überrascht, der nimmt jetzt die Hand hoch. Oh, sieh nur, niemand. Sei bloß vorsichtig. Wieso? Na, das Mädchen, das Präsidentin der Man-Fans ist. Paula Macchiato. Die ist gemein. Sie sagt, ich darf rein bei den Man-Fans, wenn ich meinen Aufnahmetest bestehe. Der da wäre. Ich soll ein Video von mir einschicken, wie ich Haarsuppe esse. Was für eine Suppe? Haar! Die Tüte ist voll mit Haaren. Hab sie frisch vom Boden in einem Friseurgeschäft gefegt. Du kannst keine Suppe mit Haaren drin essen, Piper. Okay, erstens, die Sachen, die du sagst, zählen für mich nicht. Und zweitens, natürlich werde ich die Haarsuppe essen. So komme ich zu den Man-Fans. Halt mein Handy! Und los, dreh das Video! Okay. Läuft. Hi, Paula Macchiato. Ich möchte so gerne Mitglied in deinem Club werden. Also esse ich jetzt eine volle Schüssel mit Haarsuppe. Kriege ich auch was ab? Also gut, die Versammlung der Man-Fans kann beginnen. Warte, bevor wir anfangen, können wir uns das Video nochmal angucken? Ja. Können wir das nochmal sehen? Oh, aber klar doch. Ja, ja, cool, wir gucken. Ja, ich möchte so gerne Mitglied in deinem Club werden. Also esse ich jetzt eine volle Schüssel mit Haarsuppe. Ziemlich cooles Video, ha? Ist ein unglaubliches Video. Wir haben es bestimmt schon 20 Mal abgespielt. Cool, und wo kann ich sitzen? Auf deinem Hintern. Auf meinem Hintern ist ein guter Witz. Yeah. Willkommen bei den Man-Fans, Piper. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hey, ich bin die Präsidentin der Man-Fans und ich bestimme, wer aufgenommen wird und wann. Haben das alle gerafft? Ja. Aber du hast doch gesagt, wenn ich ein Video schicke, in dem ich Haarsuppe esse, werde ich in den Club aufgenommen. Hab's mir halt anders überlegt. Aber ich hab Haare gegessen. Na und? Was danach in meinem Magen los war, willst du, glaube ich, nicht wissen. Mir egal, wenn du Mitglied werden willst, wirst du uns ein Selfie vorlegen müssen. Von dir zusammen mit Captain Man. Aber wie soll ich das machen? Wo finde ich Captain Man? Ein echter Man-Fan spürt ihn auf. Richtig, Leute? Von mir aus. Ich bin mehr als ein echter Man-Fan. Natürlich werde ich ein Selfie mit ihm auftreiben. Klasse! Dann hau ab! Ich haue sowas von ab! Hey! Was ist denn das da? Haben wir ganz neu. Ist ein alter Zuckerwatte-Automat. Zuckerwatte? Ja. Den kaufe ich. Warte, ich muss erst gucken, was der kostet. Der kostet einen Rucksack, Jasper. Okay, wenn du mir meinen Rucksack wiedergibst, kriegst du den Zuckerwatteautomat. Erst wenn ich weiß, ob er funktioniert. Testen wir das Ding. Na schön, hier. Dann gieße ich ein bisschen Wattezucker rein. Hey, woher hast du diesen Astronautenhelm voller roter Plastikeier? Oh, wir hatten sowas. Mmh, wow, so viel Zuckerwatte. Ich esse all die Zuckerwatte. Sei lieber vorsichtig. Du solltest nicht zu viel Zucker essen. So ein Blödsinn. In Zuckerwatte ist doch gar nicht viel Zucker. Doch, sogar eine Menge. Okay, du putzt dir doch die Ohren mit Watte, nicht? Ja, und? Und ist in der Watte etwa Zucker? Naja, natürlich nicht. Was erzählst du denn hier bitte? Gar nichts. Und jetzt gib mir meinen Rucksack wieder. Ja, kriegst ihn für 10 Mäuse. Nein, 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 nein. Wir haben einen Deal. Ich bekomme meinen Rucksack und du den Zuckerwatteautomat. Jetzt bekomme ich 20 fürs Diskutieren.
Es ist nicht fair, einen Deal zu verändern. Ich krieg von dir 20 Mäuse und den Zuckerwatteautomat. Sonst was du... Wow, ist der super. Nein, ist nicht super. Der Automat ist wild geworden. Dann musst du das Ding einfach abschalten. Oh nein, der Hebel ist abgebrochen. Ich kann nichts abschalten. Zieh einfach den Stecker raus. Moment, was? Oh. Oh. Gib her, gib her. Warte, Charlotte, hilf uns! Ich brauch keine Hilfe, mir geht's gut! Oh Mann, was ist hier denn passiert? Wir haben den Zuckerwatteautomat eingeschaltet und kriegen ihn nicht mehr aus! Wow, wie viel Wattezucker hast du denn da reingemacht? Diese zwei Behälter! Und noch 8, glaube ich! Oh, Jasper, wieso hast du... Okay, mach dir mal keine Sorgen! Und warum nicht? Weil das vielleicht irgendwann wieder aufhört! Oh, und dann was? Dann fegen wir alles zusammen, die ganze Zuckerwatte, fegen sie raus vor die Tür, dort schnappen wir uns einen Schlauch, besprühen die Zuckerwatte mit Wasser und spülen sie einfach weg. Hey, und wisst ihr, was wir in der Zwischenzeit machen? Nein, Piper, was denn? Wow! Yeah! Ist ein gutes Argument. Wow! Yeah! Ist echt Arbeit, 1000 Pfund Zuckerwatte zu schleppen. Weißt du, wodurch es das nächste Mal leichter wird? Wodurch? Wenn du nicht 10 Behälter Wattezucker auf einmal in den Zuckerwatteautomaten kippst. Weißt du was? Kritik üben kann jeder. Ja, aber ich hab's echt gut drauf. Na dann, ich schnapp mir den Rest Zuckerwatte da drüben und du nimmst dir diesen Haufen vor. Na dann, Haufen. Da! Ah! Was? Ich hab da was gefühlt. Ein Tier, da muss ein Tier drin sein. Ein Tier, Jasper? Piper? Oh mein Gott! Was ist mit dir los? Ich fürchte, sie ist in einem Zuckerwatte-Koma. Ich liebe das. Ich denke, ich schaff's zu deiner Party. Oder ich bin im Gefängnis. Kommt drauf an, wie viel Suppe ich für die Cops mache. Piper, also du kannst doch hier nicht alle Dosenvorräte aufbrauchen, nur für die Suppe. Ich ruf dich später an. Er ist da, stimmt. Die Cops sagten, dass der Topf bis oben hin gefüllt sein muss. Und sieht das für dich bis oben hin gefüllt aus? Na, viel fehlt nicht mehr. Sag mal, soll ich ins Gefängnis? Also, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du willst unbedingt, dass ich in den Knast gehe. Nein, das will ich natürlich nicht. Gut, dann gib mir die Dose. Piper, das kannst du auf keinen Fall da reinschütten. Das hier ist cremiges Opossum. Man kann doch alles in eine Suppe reintun, Hauptsache nass. Da, geht doch. Oh nein. Beeil dich mit der Suppe. Oder willst du jetzt doch noch in den Knast? Schon unterwegs. Nein, 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 so geht das nicht. Die Kleine trägt ganz allein die Suppe. Und sie darf nichts verschütten, kapiert? Wirklich? Hier darf nichts überschwappen? Nope, das ist das Gesetz, weißt du? Das klingt ja so gar nicht nach Gesetz. Tja, kann sein. Du musst das jetzt einfach versuchen. Hier, Papa, bitte Mund fest. Ja, okay. Halt die Klappe! Vorsicht! Du schaffst das! Bitte! Nein, 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 nicht so! Vorsicht, Piper, halt! Nachrichten, die einen durchschütteln. Ich glaube, hier ist irgendwas passiert. Alles bricht in Panik aus! Ach, die schöne Belly High! Das schüttelt jetzt aber mein Speck durch!
glaub's einfach nicht. Du hast trotz eines Erdbebens keinen Tropfen verschüttet. Du willst wohl wirklich nicht ins Gefängnis. Ja, darauf können Sie wetten. So ist sie. Wir unterschreiben die Papiere und beschlagnahmen jetzt die Suppe. Wenn deine Kochkunst so großartig ist wie deine Balance, dann ist unser Revier heute gut versorgt. Und hier ist deine Bestechungsquittung. Dankeschön. Ist da etwa Opossum drin? Cremiges. Das gefällt mir sehr. Ruhig, Walnut. Du musst dich gedulden, bis wir im Revier sind. Hey! Oh, hi. Piper kocht für uns. Ist das ein neues Jackett? Ja, ich hab's in einem Geschäft gesehen und Piper kocht für uns. Wieso kocht sie für uns? Was ist denn los? Sie will unbedingt in diese Fernsehshows Junior Küchenchefs. Also übt sie jetzt und sie will, dass wir die Sachen vorkosten. Okay, ich bin weg. Heißt das, du lässt mich allein? Mit ihr? Ganz auf mich gestellt? Muss ich dich erinnern, was passiert ist, als wir diese Feier vor 2 Jahren hatten, zu der Piper das Essen vorbereitet hat? Und? Ich hoffe, es schmeckt auch allen. Ach, das ist richtig. Oh ja, es schmeckt gut. Ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Piper, guck doch mal in der Garage, ob ich mein Auto ausgemacht habe. Klar doch. Was ist passiert? Piper hat gekocht! Piper hat gekocht? Und ihr habt's gegessen? Wisst ihr nicht mehr, was passiert ist, als Piper die Torte zu meinem 10. Geburtstag gebacken hat? Wieso erlaubst du Piper schon wieder für uns zu kochen, nach diesem furchtbaren Partydesaster? Es ist vor 2 Jahren gewesen. Vielleicht kann sie inzwischen kochen. Fein. Riskier es doch, wenn du willst. Okay, Dinner ist fertig. Oh, yay. Aber Henry fehlt noch. Wir können doch nicht essen ohne Henry. Henry ist nicht hier. Ich frag mich, wo er steckt. Vielleicht hat ihn ein Bus angefahren. Rufen wir alle Krankenhäuser an. Nein! Wir essen jetzt, was ich für uns gekocht habe. Hey, tut mir leid, wenn ich störe, aber haben Sie Hundeleckerlis? Nein, wir haben ja auch keinen Hund. Und wieso kommst du überhaupt mit den Hunden hier rangeplatzt? Oh, meine Nachbarn zahlen mir 10 € pro Woche fürs Gassi gehen. Aber sie kommen mir hungrig vor, also habe ich gedacht, ob sie... Wow! Bei Fuß! Böse Hunde! So böse! Hey! Weg da! Weg von meinem Essen! Ihr müsst mir gehorchen! Ich bin das Alpha-Tier! Unglaublich! Wie konnte das passieren? Das geht gar nicht! John, Paul, George, Spock, kommt raus! Sorry! Wirklich doof, dass dein ganzes Essen versaut wurde. Ja, bestimmt. Willst du nie wieder etwas kochen? Von wegen. Wir werden das wiederholen. Und zwar morgen Abend. Dann mache ich für uns Dinner und ich will, dass jedes Mitglied dieser Familie an diesem Tisch sitzt, bereit etwas zu essen. Und zwar um 7:00 Uhr. Ich bin da. Alter, kauf einfach alles, was auf der Einkaufsliste draufsteht. Aber das kostet mich 100 Mäuse. Wieso muss ich das bezahlen? Hey! Wer hat gestern 4 schreckliche Hunde, das, woran ich den ganzen Tag gekocht habe, fressen lassen? Ich, Jasper. Wie wär's denn, wenn wir alle miteinander heute essen gehen? Nein! Aber vielleicht... Ich werde für uns kochen und ihr werdet mein Essen gefälligst in den Mund schieben, es gut kauen, es runterschlucken und es lieben! Leute, Dinner ist fertig. Ich bin hier. Mom, du riechst klasse. Danke. Okay, wer hat Hunger und freut sich auf mein Essen?
Oh, erwartet. Ich will noch was sagen, bevor wir essen. Ja? Was ist los? Wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass sich Piper wirklich schwer für dieses Essen ins Zeug geschmissen hat. Deshalb schlage ich vor, wir nehmen es alle total ernst. Am besten reißt niemand irgendwelche Witze oder macht was Komisches. Und schon gar nicht unerwartet. Okay, dann setzen wir uns mal alle. Warte, kommen nicht noch Jasper und sein Cousin? Oh, du hast recht. Jasper kommt auch und sein Cousin? Ja, du weißt schon, der Stand-up-Comedian. Das ist... Wir sind hier, wir sind hungrig, gewöhnt euch dran! Oh Mann. Ah, bist du nicht Dex Dunlap? Yep. Er ist mein Cousin zweiten Grades. Ja, sag das nicht zu laut. Dex, hast du nicht einen Preis gewonnen als bester Comedian Swell Views? Naja, ob er das hat. Niemand ist witziger als mein Cousin. Danke. Wenn du das sagst, bedeutet mir das echt wenig. Burn! Und meine Thunfisch-Parmesan-Soße schmeckt euch? Ich auch. Die ist so gut. Ich liebe Qualität. Ich liebe sie, Piper. Yay, dann hole ich noch mehr Thunfischsoße. Hier kommt mehr Soße. Yeah, danke. Ich nehme gerne noch was. Also, Dex. Ja? Erzähl doch einen deiner beleidigenden, fiesen Witze. Nein. Bitte keine Witze. Ich meine, wir wollen doch Pipers wundervolles Dinner genießen. Bleiben wir also ernst. Keine Witze. Wenn das so ist, sollte Jasper die Witze erzählen. War nur ein Witz. Ich hab einen. Klopf, klopf. Wer ist da? Idiot. Idiot wer? Sie. Sie sind ein Idiot. Ah! Ich bin ein Idiot zum Schießen. Allerdings, das ist so witzig, weil es stimmt. Erzähl noch einen Witz. Okay, mögt ihr Zauberei? Klar doch. Ich mag ernste Zauberei. Denn Zauberei ist Kunst. Und Kunst muss ernst genommen werden. Da darf man nicht lachen. Also nehmen wir die Zauberei ernst, okay? Na schön, dann kommt jetzt ein ernster Zaubertrick. Das ist eine Menge Rotz. Okay, jetzt du, Jasper. Mach die Hand auf. Jetzt quetschen. Okay. Und was weiter? Gar nichts. Das war's. Ich hab sein Schnodder gequetscht. Ich hoffe, ich komme in die Tonight Show, denn ich bin sicher, Jimmy Fallon wird mich lieben. Was? Hast du gerade mein Essen unter den Tisch gepackt? Was ist ein Tisch? Wow, schlagfertig. Noch jemand? Ihr habt also alle meine tolle Thunfisch-Parmesansoße unterm Tisch verschwinden lassen? Piper, wir sagen ja nicht, dass es furchtbar schmeckt. Was sagt ihr denn dann? Das... Es schmeckt grauenhaft. Ich mach das Essen. Oh, hey, na, das riecht aber echt... gut. Danke. Du hast nicht gesagt, dass Piper kocht. Ja, sie macht eine Fischlasagne. Jede Schicht mit einem anderen Fisch. Hey Leute, kann Katzenwelt schlecht werden? Tja, Daumen drücken. Ich werde abhauen. Nein. Ich habe hier im ganzen Haus Essen versteckt. Wir werden so tun, als wenn wir uns unser Essen schmecken lassen. Aber in Wahrheit tun wir beide etwas für die Bildung. Ah, Buchkäse. Yep. Endlich kann ich was mit Büchern anfangen. Oh, eigentlich mache ich eine Flüssigkur. Ach, egal. Hey,
denn da? Wir zwei, wir lesen hier ein Buch. Und da gibt's sehr viele tolle Wörter. Der Käse ist ja sehr gut, aber jetzt möchte ich noch Brot haben. Na los, komm mit. Ach, Henry, weißt du was? Ich zeig dir jetzt mal die Fresno-Puppe, die Piper heute mitgebracht hat. Oh ja, die will ich sehen. Aber Vorsicht, die kostet unglaublich viel Geld. Ach, nur keine Sorge, Piper. Hey, nur Spießer behaupten, dass Mädchen nichts im Kopf hätten. Wir sollten öfter abhängen. Oh, da sind sie schon. Und denkt dran, werdet ja nicht peinlich. Redet nicht über eure Jobs. Ich habe keine Lust, mich zu blamieren. Aloha! Partytime! Ich bin Jake, der Projektmanager, und ich würde gern in einem Chor mitsingen. Was habe ich gerade gesagt? Ja, wir fangen an. Also, will irgendjemand von euch keine Schlagsahne auf seiner Fischlasagne? Nein, nein, nein. Das könnt ihr vergessen. Hier wird niemand Schlagsahne auf irgendwas nehmen, bevor nicht mein anderer Sohn da ist. Da ist der Bursche. Was ist das? Venezianischer Schinken. Aus Venedig. Warte, so ein Schinken kostet doch aber unwahrscheinlich viel Geld, habe ich das Gefühl. Ja, und heute Morgen ist eine Ladung gestohlen worden. Also ich weiß gar nicht, wovon du da sprichst. Aha, und wovon hast du den hier bezahlt? Tja, ich dachte, Mom wird sehr viel Geld von der Rasenmäherfirma wegen des Attentats kriegen. Das habe ich jetzt schon ausgegeben und habe den Schinken hier besorgt. Er ist der Klügste von meinen Jungs. Hey, was geht ab? Ich bin Henrys Boss. Ich wurde nicht eingeladen, deswegen habe ich ein Pflänzchen mitgebracht. Dankeschön. Genau so eins steht ja bei uns auf der Veranda, glaube ich. Ah, ist ja verrückt. Hey, was ist das für ein leckerer Fleischhaufen? Sehr lustige Geschichte. Der ist von Jeff. Er ist ein echt netter Kerl. Was willst du denn hier? Was ich will? Ich mache hier nur meinen Job. Ich will verhindern, dass Jeff mit dem Schinken nach Mexiko abhaut. Den Job mach ich doch aber schon. Ach, wirklich? Ja. Du arbeitest hier? Ja. Also ich finde, du bist ein bisschen zu freundlich mit diesen Birskis. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sag dir, wie ich das meine. Du gibst dem da deine Klamotten und deine Schwester füttert den da mit Lasagne. Ja, siehst du? Ich weiß aber nicht, was du mit freundschaftlich meinst. Ich verspreche dir, ich bin nicht freundschaftlich mit den Bilskis. Ihr seid also nicht mehr Freunde. Ja. Verstehe. Achtung, hier ist die Polizei von 12 View. Das Haus ist umzingelt. Okay, neuer Plan, Ray. Du wirst nach oben gehen, schnappst dir ein Kaugummi und dann gehst du raus und sagst allen, dass Jeff unschuldig ist. Ist gut. Okay. Was hast du denn da, Crying Gosling? Nicht mein Name. Was zum Kauen? Nein. Doch, ich riech nach Fisch. Ich will auch ein Gepär. Nein! Hey, hey, hey! Lass los! Nur ein Gepär! Bilski! Wir werden den Beweis aufessen. Ja, genau. Ohne Beweis können sie deinen Bruder nicht verhaften. Aber 5 Kilo Fleisch können wir doch nicht schaffen. Das schaffen wir wirklich nicht. Wir müssen es versuchen. Billy hat recht. Na los, wir müssen uns jetzt mit Schinken vollstopfen. Ja, Hammer den Speck. Officer. Oh.